glasierte Milchkalbsleber mit Äpfeln und Erdäpfelpüree bereitet Andreas Döllerer heute zu. Zuerst die Leber zuputzen. In Scheiben schneiden. Und vor dem Braten nur mit Pfeffer würzen. Wichtig, erst danach salzen. Die Leber in Butter beidseitig langsam anbraten. Aus der Pfanne nehmen und die Schalottenringe in derselben Pfanne anschwitzen. Rosmarin zugeben und mit Rotwein sowie Kalbschü ablöschen. Etwas einkochen lassen, die Leber wieder einlegen und circa eine Minute gar ziehen lassen. Sie sollte innen noch zart rosa sein. Vor dem Anrichten nach Bedarf die Soße mit Maisstärke binden. Zucker karamellisieren, Apfelspalten beigeben und mit Apfelsaft und Essig ablöschen. Einkochen lassen und mit etwas Maisstärke binden. Für das Püree die Erdäpfel noch warm pressen mit brauner Butter, Muskatnuss und Salz vermengen und mit warmer Milch aufgießen. Gegebenenfalls durch ein feines Sieb passieren und bis zum Anrichten warmstellen. Die Kalbsleber mit der Soße, den Äpfeln und dem Erdäpfelpüree anrichten und mit einem Rosmarinzweig garnieren. Viel Freude beim Ausprobieren!